Hi Leute, hier ist Frank von Motivator for Christ und ich wollte jetzt einfach mal anfangen, das zu dokumentieren, was ich mit Gott alles erlebt habe. Und heute geht es um die Frau in Las Vegas an der Bushaltestelle. Das war krass. Ja, und zwar war das so, wir waren mit 10 Leuten ungefähr da und wir wollten einfach das tun, was Jesus getan hat, nämlich Menschen in ihrer Not begegnen. Und für Menschen da sein, für Menschen beten. Aber wie macht man das? Geht man einfach zu den Menschen hin, ja, hi, du, ich wollte mal für dich beten oder so. Jesus hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich dem Vater tun sehe. Und ich glaube, wir müssen echt Gott einfach fragen, Papa, er ist unser Papa. Was willst du jetzt hier tun? Was möchtest du, was ich mit dir jetzt hier tue? Welchen Menschen sollen wir begegnen? Was sollen wir ihnen sagen? Und mit dieser Einstellung sind wir da reingegangen, haben uns da in der Bushaltestelle verteilt. Das ist so eine riesen Bushaltestelle in Las Vegas, wo Überlandbusse aus ganz USA hinkommen. Und jedenfalls, wir sind da reingegangen und haben einfach uns da verteilt, jeder für sich. Und ich bin einfach angefangen zu beten und habe gesagt, Papa, ich bin hier für dich. Ich will dein Reich hier reinbringen, dein Licht und zeigt mir, was wir jetzt hier gemeinsam machen sollen. Und dann hat er mir eine Frau gezeigt. Ich habe sie nur so von hinten gesehen, mit einem Haufen Koffer, wie sie dort saß. Und Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, geh zu dieser Frau und sag ihr, sie soll sich keine Sorgen um ihre Tochter machen. Und ich dachte, okay, krass. Aber ich habe mir gedacht, ich setze das jetzt einfach um. Was habe ich zu verlieren? Gott will das doch viel mehr als ich. Und dann bin ich zu dieser Frau hingegangen und habe gesagt, hi, ich bin Frank aus Deutschland, ich habe gerade für dich gebetet und Gott hat mir gesagt, du brauchst dir keine Sorgen, um deine Tochter zu machen. Die Frau guckt mich so an und sagt, woher weißt du das? Ich sage, was? Und sie, meine Tochter ist letzte Woche ins Gefängnis gekommen. Und ich dachte, wow, krass, Gott wusste das ganz genau. Und es hat so in ihr Herz gesprochen, das war wirklich Gott, der in ihr Herz gesprochen hat. Es war sein Heiliger Geist, seine Kraft. Und ihr Herz war so weit für alles, was danach kam. Ich konnte ihr das komplette Evangelium erklären, dass Jesus für sie gestorben ist. Dass Gott sich danach sehnt, dass er sie retten kann. Dass sie sein Kind werden kann, indem sie das Geschenk der Vergebung durch Jesus Christus annimmt. Und ja, ich habe ja alles erklärt und ich habe ihr einfach gesagt, hey, Gott wünscht dich so sehr, dass du sein Kind wirst und in ihm ist die Fülle von all dem, wonach du dich sehnst, Frieden und Glauben und Kraft und Segen. Und sie war sowieso schon total berührt, weil das wirklich so Gottes Reden in ihr Herz war und wo ich ihr gesagt habe, dass Gott sie liebt und dass Gott sich wünscht, dass sie sein Kind wird, sie war einfach total berührt und das war nicht Frank, der da gesprochen hat, sondern das war Gott durch mich, weil Gott wünscht sich das und Gott hat sich darin wirklich limitiert, dass wir uns gebrauchen lassen, um zu Menschen zu sprechen und seine Werke zu tun. Genau, und ja, sie ist ein Kind Gottes geworden, sie hat Jesus als ihren Retter angenommen, Halleluja, und damit nicht genug. Danach hat Gott mir gesagt, ich möchte sie heilen. Und dann habe ich ihr erklärt, dass Jesus nicht nur ein Retter ist, sondern auch ein Heiler und ein Befreier. Und ich hatte einen ganz konkreten Eindruck, ein ganz konkretes Wort, nämlich Depression. Und ich habe ihr gesagt, du, ich habe den Eindruck, dass Gott dich von einer ganz bestimmten Sache freisetzen will, heilen will. Und Jesus ist nicht nur dein Retter, sondern auch dein Heiler, dein Befreier. Und sie war sowieso schon total berührt und voller Freude und sagte, ja, ich will auch geheilt werden. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist was ganz Konkretes, hast du eine Idee? Ja, bete einfach für mich, ich will die Heilung Gottes. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich sag dir jetzt mal, wenn es für dich okay ist, was ich glaube, was es ist. Und sie sagt, ja, ist okay, sag mal. Und ich sage, ich glaube, Gott möchte dich von Depressionen freisetzen. Sie kriegt wieder solche Augen, wieder so einen Mund, macht ihre Handtasche auf, kommentarlos, lässt mich reingucken und ich sehe bis oben hin voll, wirklich so eine Handtasche, bis oben hin voll mit Antidepressiva. Und ich denke, wow, Gott, du wusstest alles von dieser Frau. Ich habe ihr die Hände aufgelegt
Ich habe dem Geist der Depression befohlen, in Jesu Namen, dass er geht. Und in ihr Gesicht ist Freiheit und eine Freude, ein Leuchten gekommen. Wo ich sie das erste Mal gesehen habe, diese Frau, hatte sie keine Hoffnung, keinen Glanz, kein Leben in ihrem Gesicht und in ihren Augen. Und nach 30 bis 40 Minuten, ihr werdet gleich noch ein Foto von ihr sehen, war sie komplett verwandelt. Das Gesicht fing an zu leuchten, die Augen hatten Ausdruck und Glanz und Freude. Und das war unfassbar, wie Gottes Kraft, Gottes Liebe da in diese Situation reingekommen ist. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Mann verloren, Ehe kaputt, Wohnung verloren, Job verloren, Tochter ins Gefängnis und ihr Leben war nur noch ein Trümmerhaufen und sie hatte zwei Möglichkeiten, hat sie gesagt. Entweder bringe ich mich um oder ich packe meine Sachen und fahre in eine neue Stadt und fange ganz von vorne an, ohne zu wissen, was kommt. Und in dieser Situation hat Gott sie abgeholt. Ist das nicht krass? Sie ist gerettet worden, sie ist geheilt worden und ich sagte, sie saß da vorher mit null Hoffnung, hat sie gesagt. Sie wusste gar nicht, was sie sagen und denken sollte, bevor das alles passiert ist. Und danach, das hättet ihr mal sehen sollen, hat sie da gesessen. Ja, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich fahre in meine neue Stadt. Ich suche mir eine Kirche. Ich werde die Bibel lesen. Ich werde Menschen von Jesus erzählen. Und ich glaube, ich habe eine Berufung, Menschen von diesem Jesus zu erzählen, damit sie auch gerettet werden. Und ich werde für Menschen beten, dass sie auch geheilt werden und befreit werden. Halleluja. Ist das nicht krass? Jesus hat gesagt, dieselben Werke wie ich werdet ihr auch tun und größere. Hey, ich mache dir Mut, dich danach auszustrecken. Geh mit Jesus, geh durch dein Leben mit offenen Augen, vor einem offenen Geist und sag, Papa, was sollen wir tun? Und ich sag dir, ich bin mir so sicher, weil das ist einfach Gottes Herz. Er wird dir Menschen zeigen, er wird dir Worte geben, er wird dir Bilder geben, was auch immer. Und sie werden genau in die Situation reinpassen, sie werden das Herz der Menschen berühren. Sei gesegnet, dich echt danach auszustrecken, die Werke Jesus zu tun. Und ja, Gott segne euch. Viel Spaß beim Bau des Reiches Gottes. Ciao.